okay. Also das war ganz kurz davor, bevor der eine stirbt. Ja, ja, genau das, ja. Oh, das war so traurig, ich hab so geweint. Du Flasche. Ja, okay, ich hab auch geweint. Frage? Wie das schön ist? Ah, wir lesen Tamagas. Ja, um die wichtigsten Szenen rauszugreifen für den Game. Was? Was? Ihr wollt das alles in den Gamecheck packen? Das passt doch gar nicht. Ja, warum? Das Spiel hat's auch geschafft. Hallo und herzlich willkommen bei den Aufregers zu unserem zweiten Anime-Game-Check, in dem wir euch das Spiel Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations zeigen. Den meisten Fans der japanischen Zeichenkunst wird Naruto bereits ein Begriff sein. Seit 1999 begeistert der kleine Ninja aus dem Dorf hinter den Blättern viele Menschen, während er auf dem Weg ist, einer der größten Ninjas aller Zeiten zu werden. Jede Woche illustriert Masashi Kishimoto ein neues Kapitel, wobei die Geschichte bereits über 600 Kapitel in über 60 Manga-Bändern behandelt. Und auch der seit 2002 laufende Anime umfasst bereits über 500 Folgen. Natürlich bleibt so ein Potenzial auch von Spielefirmen nicht ungenutzt, weshalb nach und nach viele Beat'em-Ups mit immer mehr Charakteren der Serie und weiterführender Story das Licht der Welt erblicken. Den aktuellen Höhepunkt des Ganzen bildet Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations. In Ordnung, dann stellen wir jetzt erstmal die Kampfszenen von Naruto irgendwie dar. Olli, du bist ja mit den Shuriken, richtig? Ja, genau. Yannick, der steht halt mal cool rum. Und ich habe hier dieses Rasengan von Naruto. Und Olli, du wirfst mich ab. Und dann kommt das Rasengan. Machen wir das dann so? Machen wir dann so. Also dann machen wir das dann so. Du hast... Olli, stopp. Wir brauchen erst ein Codewort oder sowas. Olli, ich habe gesagt, du sollst jetzt warten. Ah, ich krieg dich! Yannick, mach was! Karton! Ah. Oh, fuck! Bist du verrückt geworden? Ey, wie hast du das hingekriegt, Yannick? Das Ende März 2012 erschienene Generations fasst die Geschichten der beiden Vorgänger Ultimate Ninja Storm 1 und 2 zusammen. Weiter noch geht es sogar darüber hinaus und zeigt Hintergründe, die in keinem anderen Medium bisher so erwähnt wurden. Dabei ist es zwar ein Nachfolger, stellt aber nicht den dritten Teil der Reihe dar, sondern ist eher ein Kompromiss für die wartende Gamerschaft. Das Kampfsystem hat sich zu den vorherigen Spielen nicht groß verändert. Typisch für Naruto kann man blocken und werfen, Hilfscharaktere rufen, Items einsetzen, eindrucksvolle Schlagkombos, besondere Techniken bis hin zu ultimativen Jutsus ausführen, sowie sich verwandeln, was das Ganze zu einem hektischen Grafikfeuerwerk macht, bei dem man gezwungen ist, gut auf den Bildschirm zu achten. Was sich abhebt, ist das Tauschjutsu-System, bei dem sich ein Kämpfer hinter einen anderen teleportieren kann. Während in früheren Spielen die Menge der möglichen Anwendungen von der Menge des Chakras abhängig war und man es zum perfekten Zeitpunkt aktivieren musste, bekommt man diesmal die begrenzte Menge von 4 sicheren Anwendungen, wobei man nach einem Einsatz immer warten muss, bis sich die Leiste regeneriert. Dies birgt definitiv eine neue taktische Komponente und ist eine Besserung zum vorherigen Button-Smashing-Glücksspiel. Im Story-Modus stehen am Anfang 3 verschiedene Storylines zur Verfügung, die hauptsächlich den gezeigten Charakter ins Rampenlicht rücken. Hat man daraufhin die Story eines Charakters abgeschlossen, schalten sich nach und nach weitere frei, bis man ganze 11 verschiedene Blickwinkel betrachten kann. Leider ist dessen Darstellung im Vergleich zu den anderen Spielen eher dürftig. Statt wie gewohnt durch das Ninja-Dorf Konohagakure und andere Schauplätze laufen zu können, um von Chars der Serie Nebenquests zu erhalten, wird einem lediglich eine Abfolge von Bildern gezeigt, zu denen der aktuell dargestellte Teil der Geschichte erzählt wird. Diese sind zwar schön gezeichnet und man erhält einen angemessenen Überblick über die Geschichte, aber sie bieten wenig Abwechslung. Kennt man die Geschehnisse auch noch, animiert dies einen eher dazu, die kleine Diashow zu überspringen. Einziger Lichtblick sind die Anime-Cutscenes, die sich jeweils am Anfang und Ende einer Storyline befinden und diese sehr schön abrunden. Die Kämpfe gestalten sich leider nicht abwechslungsreicher. Egal ob bereits bekannte oder neue Kämpfe, besondere Atmosphäre kommt dabei nicht auf. Bei voranschreitender Story verbessern sich die Werte der Gegner geringfügig oder der eigene Charakter kann manche Fähigkeit stellenweise noch nicht einsetzen. Davon abgesehen bleiben es leider dieselben Kämpfe wie im Mehrspielermodus. Ach du Scheiße! Olli, hier sind viel zu viele Gegner! Oh mein Gott, wo kommen die alle her? Das werden wir nie schaffen! Leute, keine Sorge, ich beschütze uns! Leute, wie meint ihr denn? Siehst du es nicht? Hier sind noch überall Feinde! Leute, ihr spinnt, hier ist niemand! Wie bei den meisten Kampfspielen scheint die Story hier eher nebensächlich. Der neue Überlebensmodus hetzt einen immer schwerere Gegner auf den Hals, ohne die Gesundheit zwischen den Kämpfen ganz zu regenerieren, was nach einiger Zeit echt schwierig werden kann. Davon abgesehen hat sich der Multiplayer aber gar nicht verändert.
Die Menge von über 70 Charakteren, 15 Hilfscharakteren und 35 Kampfarenen ist so groß, dass einem die Wahl echt schwer fallen kann. Wem das nicht mehr reicht, kann auch mit bis zu 7 Freunden den Turniermodus testen, der zwar an den Kämpfen selbst auch nichts ändert, aber immerhin die teilnehmenden Kämpfer zufällig mischt. Und falls die NPCs zu dumm und die Freunde zu durchschaubar werden, kann man im Online-Modus gegen Naruto-Verrückte überall auf der Welt kämpfen. Wenn diese dann mal nicht Naruto, Sasuke, Dedera oder einen anderen unfairen Charakter nehmen, beziehungsweise nicht bereits eine Wertung von über 500.000 Punkte haben, macht es sogar hin und wieder mal Spaß. Insgesamt kann man sagen, Generations ist und bleibt ein Storm 2.5. Der Story-Modus ist nur eine Ansammlung von langweiligen Kämpfen, unterbrochen von kolorierten Manga-Zeichnungen, wobei von der Geschichte weder alles noch originalgetreu erzählt wird. Die spannenden Bosskämpfe der vorherigen Teile fallen ebenfalls komplett weg. Wer die Geschichte bereits kennt, hat so kaum einen Grund, ihn zu spielen. Doch Hand aufs Herz, auch wenn sie sich nicht verändert haben, reichen die vielen Charaktere und das leicht veränderte Kampfsystem jeden geneigten Naruto-Fan aus, um es zu kaufen. Immerhin kauft man solche Spiele nur, wenn man die Geschichte dahinter kennt und seinen Freunden beweisen will, dass man von allen der beste Ninja ist. Das Fehlen der Bosskämpfe ist zwar schade, aber was soll's? Immerhin ist Ninja Storm 3 bereits angekündigt. Okay Leute, wir sind aber fertig für heute, ne? Also ich pack alles in Karton. Habt ihr gerade Karton gehört? Ein bisschen. Und abonnieren nicht vergessen! Leute, ich räume das mal alles in Karton, okay? Hab ich halt gerade Karton gehört? Ich bin noch ein bisschen später. Entschuldigung, was soll vergessen? Moment, da ist echt eine nackte Frau, das hat mich gerade vorgeschickt. Wir machen uns so zum Affen mit diesem ganzen Verkleidungsscheiß hier. Das gibt's gar nicht. Die wichtigsten 10 eben rauszukriegen für den Check. I wanna fly, fly so high, up to the sky. Sky! Irgendwelche Fliegen fliegen an mir rum. Das glaube ich auch. Du stinkst. Danke.